So, ich war gerade noch mal in meiner Tasche und habe jetzt auch ganz sicher gesehen, also an meiner Karte vor allen Dingen. Das hat zum Glück alles geklappt. Ich musste mich nicht in die Luft jagen, was auch immer das gerade für ein Scheiß war, ja. Also, für mich gerade, für euch im letzten Part. Danke schön. Was? Ich mag so einen Auftritt gerne, ja. Die Musik war nur für mich. Also, wir sind hier doch gar nicht so falsch gewesen. Denn auf unserer Karte wird das Victoria Memorial angezeigt. Und warum wurde das vorhin nicht angezeigt? Warte mal, ich muss jetzt nochmal meine Dingens gucken. Flüchte in den Untergrund des Palastes, steht da immer noch. Das ist aber falsch. Ich will ja gar nicht in den Unter. Ich will ja da draus flüchten, nicht da rein flüchten. Naja, man muss das nicht verstehen. Solange die ganzen Spuckbacken und so jetzt da noch tot sind, soll mich das Ganze nicht stören. Echt unglaublich. Naja, ist egal. Ist egal. Also das können wir jetzt wirklich noch verkraften. Ja, da steht's immer noch. Flüchte in den Untergrund des Palastes. Ich komme da gerade raus. Ich gehe da jetzt sicher nicht wieder rein, ihr Deppen, ne? Gut, auf die kurze Ladesequenz können wir jetzt nicht verzichten. Also, können wir nicht verhindern. Verzichten könnte ich da schon drauf. Okay, super, jetzt kriegen wir nochmal alle Schockmomente da, also, die wir gerade schon hatten, da nochmal hier ein bisschen Musik. Also vor allem mir persönlich geht so, ich erschrecke mich da trotzdem erstmal kurz. Zuckt alles innerlich erstmal zusammen, wenn da so kommt. Ja, okay. Das war schlecht, ne? So hört sich das zum Glück nicht an. Das war ja, wenn die sich ja lächerlich machen. Naja. Mit dem Sturmgewehr fühle ich mich doch noch ein bisschen sicherer. Das gute Ding zieht ja noch mal ein bisschen mehr ab. Okay, gut, dann können wir nur hier jetzt weiter hoch und hier eine Leiter benutzen. Ja, ganz im Ernst, es wäre auch lächerlich gewesen, wenn die das einfach nur so auf gut Glück hier alles so gestaltet hätten, wie es jetzt gestaltet wurde. Deswegen ist schon alles in Ordnung. Zombies hier irgendwie? Sieht nicht so aus. Wow. Lalala, wir warten hier durch das hohe Wasser. Oh, warte mal. Ist gar nicht. Ich höre es gerade irgendwie tropfen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Wie widerlich. Von sonst wo noch irgendjemand? Der ist ja ekelhaft. Ach so, ja, okay, gut, so ekelhaft ist er denn doch nicht. Ich dachte, der wäre oben ohne. Das wäre ekelhaft gewesen. Da müsst ihr mir zustimmen, oder? Aber ganz im Ernst, wenn der da unten einfach so rumstehen bleibt. Ja, wo müssen wir den überhaupt lang? Oder müssen wir da unten lang? Ich töte den doch einfach mal. Na, komm mal her. Nie mehr leidend. Oh. Geil. Also abgefedert wurde unser Schlag zwar, aber trotzdem war der noch so wuchtig, um ihm seinen, ups, seine Schädeldecke sofort wegzuhauen, ja. Und sie hatte auf einmal Zuckungen. Okay, super. Guck mal hier auch, nein. Aber hier wartet einer auf uns. Ja, danke schön für die Warnung, mein liebes Gamepad. Kann der uns ja anschreien, wie er will. Da hat er keine Angst vor. Wir schreien einfach mal zurück, ja. Sicherlich nicht die schlechteste Idee. Oh nee, oder wir müssen noch jetzt. Ich hoffe, wir müssen. Dann müssen wir jetzt da unten auch nochmal durchs Wasser. Ja, oder warte mal, wo sind wir hier? Das kommt mir so gar nicht. Ah, doch! Natürlich. Warte mal. Die Raben von D rufen alle Überlebenden. London wurde jetzt offiziell aufgegeben. Der Abfuhr von Brandenburg steht kurz bevor. Wir haben Zeit für eine Helikopter-Evakuierung. Füllt eure Bobs und schwingt euren Arsch zum Tower of London.
Tower auflangen. Okay. Nimm deine Ausrüstung aus der Kiste im Dingens. Sollen wir jetzt echt nochmal nach Hause laufen? Das ist ja krass, die geben London auf. Komme ich jetzt hier irgendwie elegant zurück nach Hause? Ach, guck mal, der hat einen Saft für uns. Ist vielleicht auch nicht so schlau, so unbedarft hier irgendwie lang zu laufen, oder? Aber... krass brennt's da hinten. Warte mal, da. Okay, auf dem Gamepad sieht das Ganze ja noch ein bisschen krasser aus, muss ich zugeben. So sieht das jetzt nicht so beeindruckend aus. Naja, was soll's. Okay, auf der Karte theoretisch könnte ich da hinten wohl irgendwie lang. Aber, warte mal, ich guck mal auf meine Missionsanweisung. Nimm deine Ausrüstung aus der Kiste im Safehouse. Mhm. Also, muss ich meinen Bob jetzt wirklich noch auffüllen, wenn ich so gut ausgerüstet bin, wie ich es jetzt bin? Ja, hier links von mir ist theoretisch noch ein Infizierter. Den vergessen wir jetzt mal getrost. Und nehmen uns erstmal die hier vor. Okay, die kommt hier mit erhobenen Armen auf uns zu. Gut gelaunt und beschwingt will sie es mit uns aufnehmen. Den Gefallen können wir ihr nicht tun. Geht einfach nicht. Lady, wie heißt die? Primate? Das ist eine ganz Primate, ich kann es jetzt nicht so gut lesen. Ja, das ist eine Primate. Oder Primatin. Ja, wie er will, wie er es will, ne? Man muss sich ja kein, oder man ist ja nicht gezwungen, sich dazu so einen Namen zu geben, ne? Okay, gut. Oh, ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Hey, ich höre da einen Walkie-Talkie-Spruch oder sowas. Okay, ich glaube, dann tue ich meine Pistole da erstmal wieder hin. Weil ich jetzt... Also, nur zum... oder wenigstens erstmal zum Nachladen. Puh, was für... ein Spiel. Ne? Okay, warte mal, den einen Schuss... Sturmgewehrmunition, den können wir dann da auch gleich mal noch laden. Das ist ja lächerlich, da mit einem Schuss Sturmgewehrmunition Platz zu verschwenden. Okay, gut, dann lass mal gucken. Was kann jetzt doch uns noch bieten? Also, dann schmeißen wir einmal hier das Wasser weg und nehmen hier auf alle Fälle beide Dingens noch mit. Und ja, was weiß ich, dann nehmen wir hier nochmal einen Molotow-Cocktail mit, auch wenn, wenn wir den höchstwahrscheinlich nicht brauchen werden. Okay, die fangen jetzt einfach alle an zu brennen wegen Napalm-Angriff oder was? Wow. Soll mir recht sein? Die haben doch Napalm gesagt, oder? Napalm ist natürlich gemein, ja. Ich weiß gar nicht, ob man sowas heutzutage wirklich noch einsetzen würde. Wow. Okay, sorry, Kumpel. Wenn du nur da warst, um zu helfen. Wenn ich jetzt hier an irgendwelchen noch vorbeirenne, dann ist mir das auch egal. Ich würde jetzt hier auch wirklich die Beine in die Hand nehmen. Ups. Da haue ich jetzt nicht jeden platt. Mein natürlich. Natürlich hat man auch hier wieder unendlich Zeit. Ist ja gar keine Frage, ne? Aber, nein! Da. Ihr Schweine. Ey, wo kam der her? Ich bin weg. Nee. Schießen. Oh, oh. Ich hab da jetzt gar keinen Bock drauf, nochmal zu sterben. Oh, ja, ja.
kein Virozid mehr. Das ist natürlich scheiße. Okay, gut, aber warum habe ich hier den CCTV-Monitor auch nicht? Also... kann ich ja soweit mal sagen, im anderen Spielstand habe ich das. Und warum ist der hier... na... hä? Okay... ich benutze das Medipack, auch ich hätte jetzt ein kleines benutzen können, ist mir jetzt egal. Warum kann ich den Gulli nicht benutzen? Ich soll doch ins Safehouse zurück. Achso, wenn ich ins Safehouse zurück will, dann muss ich... ich verstehe, dann muss ich den langen Weg laufen. Warum zum Teufel? Welcher Idiot macht sich einen Spaß daraus, hier den verdammten Gullideckel wieder zuzumachen? Lass mich mal überlegen, soll ich einfach von hier... lohnt sich das, jetzt nochmal zurück zum Safehouse zu gehen? So. Wow. Frag mich echt, wo der jetzt vorhin denn noch herkam, ja, der zweite. Okay. Und vor allem, ich weiß nicht, irgendwie. Ich bin mir auch nicht sicher, woran ich das jetzt bemerkt habe, dass denn da ein zweiter noch kam. Und warum ist denn wieder offen? Gibt's hier noch was zum Mitnehmen? Nichts, was man so eben einsacken kann. Was bist du denn für einer? Ach guck mal, den können wir selbst hier durchhauen. Dann machen wir uns das doch mal ganz einfach. Ei, aber ganz einfach. Okay, wir müssen ja zum Tower of London, ne? Ja, Entschuldigung, also falls ich das vergesse, irgendwie rauszuschneiden, ne? Seht es mir nach. Mein Geräuspere. Ich bin gerade am überlegen, wo waren hier eigentlich der CCTV? Verteiler. Okay, warte mal. Scheinbar schon mal nicht schlecht, was wir jetzt hier geschafft haben, ne? Wir gehen natürlich, dann mit, ja, ich weiß nicht, was wir denn alles mitnehmen. Wäre ja cool, wenn man dann wirklich so einen Bob hat, automatisch, der einfach alles, ja, obwohl automatisch, ja, aber wo man dann alles reinstopfen könnte, das wäre doch cool, oder? Oder man schnallt sich einfach die Stahlkiste auf dem Rücken. Ich meine, es geht immerhin um die Rettung, ja? Da muss man gut bewaffnet hin. Und das wäre dann auch die alternative Nahkampfwaffe, ja, man nimmt einfach den Behälter und haut damit zu. Hallo? Hier spricht Saundra von den Raben von Dee. Saundra, wir haben eine Meldung aus dem Buckingham Palace aufgefangen. Hm. Hast du wirklich die Panazee? Ja. Das ist unglaublich. Krass, komm so schnell du kannst zum Tower. Die Welt braucht sie. Kommt so schnell zu mir. Die Welt braucht mich. Also, weil ich halt das Panazee habe, ja? Die müssten mir jetzt ja eigentlich wirklich übelst den Geleitschutz geben. Ich bin ja zurzeit das Beste, was denn passieren kann. Okay, wir haben fette Waffen im Anschlag, falls hier wieder aufgepasst wird irgendwie was. Ach, hier kommen wir gar nicht raus. Ich dachte, hier muss man einfach schnell genug sein, aber nee. Kann man sich nicht vorbeischleichen. Ich wollte nur mal gucken, weil theoretisch... oh, theoretisch... sollte es ja eine Stelle im Spiel geben, wo man nochmal so einen Code eingeben muss, ne? Wo denn Pestbeulen angelaufen kommen, ne? Aber wenn ich jetzt nichts... also in der U-Bahn meine ich jetzt ganz speziell. Bin ich jetzt nicht aber ganz böse, dass das... hier nicht nochmal der Fall war.
Prepper, willst du mir nochmal aufmachen? Und super, da ist nochmal ein toter Spieler. Wo liegt denn der bitte? Naja, ist mir egal. Jetzt mal im Ernst, was soll denn unterm Safehouse sein? Das ist doch gar nichts. Na, ist egal. Ist egal. So. Speichern ist unsere erste Amtshandlung hier erstmal nochmal. War eigentlich dämlich, ne? Aber ist egal. Jetzt habe ich mich schon mal hingelegt. Jetzt darf sie auch nochmal eine Runde entspannen. Ja, diese Musik ist jetzt hier die ganze Zeit. Ich hoffe, wir können gleich den Gulli benutzen. Das wäre ja mal mega. Oh, jetzt verstehe ich. Ihr verbindet euch alle hinter meinem Rücken. Der Doktor, die Raben. Na gut, prima. Rettet euch selbst. Sterbt im Feuer meinetwegen. Ach nee, ihr oder? Ihr seid keine Überlebenden, wie ich. Keiner von euch. Ihr bedeutet mir nichts. Geh schon, los, verschwinde. Ach man, Prepper, das ist mir leid, ja. Ihr seid nicht besser als die Seuche. Ich hab euch Zuflucht, Waffen, Ausrüstung. Hab euch gezeigt, wie man überlebt. Ihr wäret tot ohne mich. Und das ist euer Dank? Tut mir leid. Du glaubst mich. Oh, jetzt bist du erwachsen. Jagst Hirngespinsten hinterher und riskierst Kopf und Kragen. Aber vergiss nicht, wo ich dich gefunden habe. Ja, jetzt. Ich hätte das Safehouse in Flammen aufgehen lassen sollen. So wie man ganz London. Oh, ich dachte. Ich dachte, er macht das jetzt schon. Nicht der geringste Dank. Das ist das Problem mit dem Genier. Man war haben. Wie ein kleines Kind. Ja, so sind wir. Kein Wunder, dass das Land vor die Hunde geht, oder? Okay, gut, ich hab zwar noch. Keine Sorge. Ich werde zur letzten Land. Ich überlebe euch alle. Das freut mich. Ich hab dir vertraut. Dich ausgewählt. Ich soll mich einkennen können. Okay, Leute, wir sollten jetzt wirklich langsam abhauen. Die Ansprache wäre natürlich witzig gekommen, ja, wenn wir irgendwie 10 Minuten vorher gestorben wären, ja. Naja, aber was soll's. Tower of London, Tower... Was? Was? Wir können... Warte mal. Das ist ja gerade witzloser als alles Witzloseste, was wir bisher schon hatten. Wir können das Ding gar nicht benutzen. Wir können jetzt gar nicht zum Tower of London. Einfach mal so. Eben. Ja, das finde ich natürlich persönlich sehr traurig. Aber ändern können wir das jetzt natürlich auch nicht. Jetzt mal im Ernst, wie doof ist denn das? Also, das hätten die einem doch denn gönnen können, ja, dass man hier einfach, wenn man dann schon mal hier den ganzen Mist gemacht hat, dass man den ganzen Mist nicht nochmal machen muss. Okay, lass mich mal gucken, was ich noch irgendwie mitnehmen kann. Okay, gut, zum Heilen sollte ich genug haben. Pistolenmunition, ach, was soll's, dann nehme ich die doch halt mit. Magnum, habe ich eigentlich keinen Platz. Eine Flare, also das muss jetzt reichen. Ich habe an Waffen, bin ich ja bis oben hin voll. Ja, und ihr habt auch gesehen, da habe ich einen einzelnen Schuss Dingens weggeschmissen. Okay, mal interessant. Hat er jetzt hier noch irgendwie Zombies eingeladen? Macht er uns hier trotzdem noch auf? Ja, das ist ja eigentlich der Prepper, der uns hier aufmacht. Ja, der macht uns hier immer noch auf. So verdorben ist er dann doch nicht. Oh, okay. Lasst mich mal jetzt wirklich überlegen. Wie kommen wir zum Tower of London? Ich guck nochmal kurz auf meine Kiste. Auf meine Karte. Theoretisch Victoria Memorial. Und dann Tower of London. Okay. Fuck. Macht mir auf.
Also ich muss jetzt... Okay, das ist natürlich scheiße. Dass jetzt hier so viele Ärsche irgendwie ankommen. Wenn die jetzt wenigstens schnell sterben würden, alle. Ach, das tun sie auch. Mann, das ist ja doof. Jetzt kann ich mich nicht aufs Abschlachten konzentrieren. Auf die schöne MG, die da steckt. Naja, vielleicht nach dem hier. Das wäre ja... Okay, was auch immer das jetzt gerade war. Wahrscheinlich einfach... wieder die Musik neu. Okay, ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Okay. Ja, super, die kommen jetzt hier wirklich von überall. Schön. Mit der Pistole gleichzeitig hier noch gleich mit der Handgranate, meine ich. So. Weiß auch nicht, ob ich jetzt hier einfach abhauen sollte. Ja, ich glaube, da kommen hier dauernd einfach neue. Wir müssten, warte mal, warum zeigt mir der den Weg hier an? Warum zur St. George's Church? Okay. Ist mir gerade egal, ich folge jetzt einfach mal, also ich soll ja eigentlich woanders hin, oder? Aber ich folge dem jetzt hier einfach mal blind. Wie gerne hätte ich gerade hier noch mehr Munition für meine für mein Sturmgewehr. Pack ich mal das andere Sturmgewehr und meine Karabiner da rein. Ups. Okay. Ist jetzt schon ein recht langer Part, aber irgendwie so, ich weiß ja nicht, wie, also wie lange das jetzt hier generell noch alles geht, ja. Das ist ja komisch, warum? Ach, nicht im Ernst, oder? Nicht im Ernst. Das ist der Prepper. Guckt er jetzt, was wir noch so dabei haben? Hey Prepper, du willst jetzt aber nicht auf Fabo Grün Jagd gehen, oder? Okay, warte mal. Das wäre ja arschig. Der saß ja direkt neben uns immer. Hat geschlemmt. Sich ein faules Leben gemacht. Ach nee, oder? Die Dinger, die Bildschirme hätte ich auch gerne gesehen, ja? Guckt ihr jetzt, wo wir sind, oder was? Weil wenn wir nicht alle aktiviert. Wäre jetzt cool, wirklich, wenn jetzt die, die nicht aktiviert worden wären, auch noch aus wären. Aber, weiß ich nicht, zum Beispiel das hier vorne links unten. Ist ja gar nicht einer von denen, wo wir irgendwie waren. Hier spricht der Prepper. Hörst du mich? Ende. Wie geil. Zombie U. Okay, gut. Das war's, Leute. Wir müssen doch nicht mehr zum Tower of London. Ach.
Das sollte jetzt nur mal zeigen, dass wir den Prepper verraten haben. Ja, ist jetzt auch witzig. Da ist jetzt hier das, die Credits sind jetzt hier zuerst auf meinem Gamepad und dann wandern die sozusagen auf den Fernseher. Ja, das war's. Interessantes Ende. Ich hätte jetzt wirklich mit denen noch gerechnet oder damit gerechnet, dass wir noch zum Tower of London nochmal müssen. Ich weiß nicht, ob ich froh bin, dass wir das jetzt nicht nochmal müssen. Ich hätte zwar gerne jetzt auch eine Evakuierungsszene gesehen, aber man kann nicht alles haben, ja? Weil es wahrscheinlich egal, wo man rausgeht, Hauptsache man geht raus. Okay. Gut, dann kann ich ja mal kurz was über das Spiel sagen. Also, wurde ja zum Teil durchaus kritisiert, ob es jetzt nun daran oder dafür kritisiert wurde, irgendwie, dass es nicht genug Shooter-mäßig ist oder was weiß ich, aber den Anspruch hat es ja auch nie gestellt eigentlich, von vornherein nicht. Es wurde ja immer gesagt, dass es ein Survival-Horror-Game sein soll. Und das ist es auf alle Fälle. Und das auch noch ein sehr gutes, finde ich. Okay, gut, ich habe bisher noch nicht viele gespielt, aber mir hat es Spaß gemacht. Ich fand das mit dem Gamepad wirklich gut. Es hat für einige sehr schreckhafte Momente gesorgt, da man wirklich immer hin und her guckt. Und also ich persönlich fand es nicht störend. Ich weiß nicht, wie andere das sehen. Man muss sich halt dran gewöhnen. Und das ist halt einfach Gameplay. Und wenn man stirbt, weil man auf das Gamepad guckt, jetzt falls sich Leute darüber beschweren oder so, dann ist es ja nicht von irgendwoher, weil das soll ja schon irgendwie so sein, sag ich mal, ja. Also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass sowas passiert. Deswegen ist das schon mal kein Kritikpunkt. Ein Kritikpunkt wäre auf alle Fälle, dass man nur eine Nahkampfwaffe hat und die nicht aufwerten kann oder so. Und wenn man schon Aufwertungen hat, dann hätte ich gerne noch mehr Aufwertungen als jetzt nur so, wie das jetzt war. Also ich hätte jetzt gerne meiner Pistole noch irgendwie ein bisschen was gegeben oder meinem Schrotgewehr. Was weiß ich, warum kann man denen nicht noch eine zweite Aufwertung geben? Irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel oder so. Das hätte ich ganz gut gefunden, ja. Oder dass man dafür belohnt wird, was weiß ich, wenn man mit seiner Waffe so und so viele, also so wie es jetzt ja auch ist, ja. Nur, dass man dann halt nicht nur einfach schneller nachlädt, sondern, sag ich mal, dass man seine Waffe besser kennt und dann die noch irgendwie aufrüsten könnte. Das wäre doch nicht schlecht. Also noch ein zweites Upgrade. Das wäre ganz interessant gewesen. Ja, dann das mit dem Cricket-Schläger hatte ich auf alle Fälle. Ja, ich habe auch vor ein paar Parts mal irgendwie erwähnt, dass mir manche Sachen einfach alle zu gleich aussahen. Dass man einfach so copy-paste diesen Abschnitt im Gully genommen hat und das dann halt einfach überall hingehauen hat, wo ein Gully hin soll. Ist ein bisschen schade. Ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass die Entwicklungszeit ein wenig zu kurz geraten ist. Kann man nur hoffen, dass denn ein hoffentlich kommender zweiter Teil das besser macht. Übrigens, weil ich jetzt hier schon den zweiten Teil erwähne, falls ihr das Spiel Zombie U mögt und das Genre und ihr aber noch sehen wollt, wie das Ganze noch mit mehr Entwicklungszeit aussieht, also wahrscheinlich besser, ja? Dann kauft euch das Spiel, weil nur wenn Zombie U Erfolg hat, wird es ein Zombie U 2 oder wie auch immer das heißen wird, dann geben. Und dann werden die Entwickler das auch machen. Sie haben angedeutet, dass sie darauf Lust hätten und es halt nur darauf ankommt, wie gut sich Zombie U verkauft. Deswegen, also falls euch das Let's Play jetzt irgendwie Spaß gemacht hat und nicht nur bei mir, sondern bei irgendjemand anderem oder so, oder empfiehlt es euren Freunden, euch das Spiel zu kaufen, weil so ist die Chance höher, dass es einen zweiten Teil gibt. Und das dann auch mit Co-op, haben die schon soweit versprochen, sag ich mal. Und mit mehr Nahkampfwaffen, das bereuen die auch sehr, dass sie da halt nur die eine eingebaut haben. Und storymäßig wird es wahrscheinlich wieder in dem Umfang oder wenn nicht sogar noch größer sein wie jetzt, ja. Der habe ich auch schon mal erwähnt, dass sie eigentlich nur die Hälfte an Story, was sie jetzt letztendlich im Spiel hatten, geplant haben oder hatten, nur weil die Entwicklungszeit so gut ging, ja, wir wissen ja auch warum, ne, Copy-Paste, haben die halt das Doppelte geschafft. Hätte ich mir jetzt auch gefragt, ja, was hatten die denn da nicht geplant? Was haben die denn da jetzt noch nachträglich zugefügt, sage ich mal? Ist schon, wäre schon ganz interessant, ne?
Und ja, so mehr Cutscenes wären natürlich echt super, ja. Also Nichols hat ja das, da sind nochmal die Voices, also die Stimmen. Nichols hat ja diese Arena sehr gefallen. So eine coolen Sachen sollten die da wirklich öfter reinbringen, ja. Auch irgendwie Verteidiger des Safe House. Ich meine, es ist zwar lästig, aber es ist ja durchaus mal ganz nett, ja. Wer sowas öfter, also ich habe fest damit gerechnet, dass man öfter das Safe House verteidigen muss. Auch wenn ich es nicht gehofft habe. Ich dachte, das wird da so ein immer wiederkehrende Challenge, die dann, was weiß ich, auch immer mal wieder schwerer wird, ja. Aber das war ja nicht der Fall. Naja, wie gesagt, also ich finde es jetzt nicht wirklich schlimm, ne? Aber, wäre noch was ich so erwartet hätte. Ja, noch eine Sache, die ich schrecklich fand. Das Zeug mit dem Inventar, ja. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich irgendwie so sparsam gespielt habe oder was weiß ich, dass ich nicht oft genug gestorben bin, dass ich einfach viel zu viel Zeug hatte. Ich wusste gar nicht, wohin damit, ja. Da kann man doch in jedes andere Ding bitte auch die Fähigkeit integrieren, dass man da Sachen reinpacken kann. Warum geht das nicht? Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, ne? Oder dass man in jedem Lager, wo man speichern kann, was hinpacken kann. Das wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? So hätte man noch mehr mit Items, mit der Ausrüstung irgendwie variieren können. Ja, aber das eigentlich nur so als Nebensache, so wie man mit den Items jetzt auskommen musste, ging es ja auch. Und ich bin jetzt mal gespannt, was hier nach den Credits noch kommt, ob ich die abbrechen soll, aber ich glaube, mache ich jetzt mal nicht. Oh, hier nochmal Daniel Wakeford, der deutsche Tester. Hast du gut getestet. Ach genau, eine Sache, die mir noch einfällt. Jetzt nochmal zur Sache Qualität. Was ich jetzt persönlich nicht richtig schlimm finde, aber ihr kennt doch auch diese Plakate, also nicht Plakate, sondern diese Schilder, wo dann elektronisch irgendwie irgendwelche Sachen angezeigt werden, so Züge oder so. Die gibt's ja hier auch in der U-Bahn, gab's sie da unten. Und das ist dem guten Real auch aufgefallen, dass da, das hat ja geflackert, ne, so als ob es kaputt gewesen wäre. Und wenn man da näher rangeht, dann sieht man, dass die dann da einfach über einzelne Buchstaben so Sachen sozusagen rüberkleben. Also da ist dann so, als ob jemand ein Stück Papier ausgeschnitten hätte und den Buchstabe D mit einem gleichfarbigen also wie der Hintergrund gleichfarbig, überklebt hat. Und diese Kleber, die erscheinen dann halt immer nur ganz kurz. Ich meine, das ist schon ein bisschen witzig. Manchmal ist es dann nicht so gut überdeckt, sodass dann halt der Buchstabe im Hintergrund da noch so ein bisschen rausscheint. Und das ist dann wirklich ein bisschen witzlos eigentlich, wenn es so billig gemacht ist, sage ich mal, ja. Aber das ist auf keinen Fall jetzt richtig Kritik von mir. Ich habe mich daran nicht gestört. Wäre schön, wenn die es dann beim hoffentlich kommenden zweiten Teil besser machen würden. Aber ansonsten haben die es schon echt gut getroffen, ja. Muss man einfach sagen. Also ich weiß nicht, wie das andere gemacht haben. Ich persönlich bin sehr vorsichtig durch das Spiel gelaufen. Habt ihr ja auch gesehen, ja, auch wenn es euch manchmal gestört hat. Ich hatte keine Lust, einfach unnütz zu sterben, weil ich auch einfach gar keinen Bock hatte, jetzt im Let's Play da dauernd wieder meinem Körper hinterher zu rennen und den dann nach dem Leben zu trachten. Deswegen, das wäre mir viel zu blöd gewesen. Und das hat den Effekt nochmal zusätzlich verstärkt, dass ich hier wirklich vorsichtig war und aufgepasst habe, wo ich jetzt den nächsten Schritt hin mache. Ja, ansonsten, was kann man, also die Waffen, ja, da ich jetzt kein Riesen-Shooter-Spieler bin, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, wie gut da die Auswahl und so ist. Ich fand's völlig in Ordnung. Ja, die Jagdarmbrust habe ich ja, glaube ich, einmal irgendwie benutzt, ja. Aber da hat es mir dann auch nicht gefallen, dass sie dann nicht so durchschlagskräftig war, ja. Also, cool ist natürlich einfach, dass man die dann immer wieder, den Bolzen immer wieder rausziehen konnte und man so, wenn man sich nicht doof anstellt, einen unbegrenzten Munitionsvorrat hatte, ja. Aber wenn die dann einfach so schwach ist, was bringt denn das denn? Nicht so viel eigentlich. Sonst hätte ich die mit Sicherheit auch häufiger benutzt. Aber mit der Schrotflinte und so war ich eigentlich schon ganz gut bedient und ich glaube, andere sind damit auch zufrieden.
Und ja, ich frag mich gerade, was kann man denn alles in Credits reinhauen, ey? Rendezvous-Programmierer? Wie, die sind, die haben das zu zweit gemacht, oder? Ich denke mal nicht, dass das Rendezvous heißt, oder? kann ich mir gerade schlecht vorstellen, aber ich habe auch kein Französisch. Nein. Ja. Ich guck da gerade mal ein bisschen, was ist online-mäßig alles hier so, ja? Gut. Die arbeiten ja an einem Patch, ne? Da bin ich mal gespannt, was da dann noch mitkommt. Ob die jetzt wirklich nur Bugs fixen. Sowas wie jetzt vor kurzem, dass ich da dann irgendwie festsaß und mich hätte umbringen müssen, wenn ich nicht zum Glück vorher gespeichert hätte. Also, Gott sei Dank habe ich da gespeichert, ja. Will gar nicht wissen, was ich... Also, sonst hätte ich mir eine Handgranate zwischen die Hände nehmen müssen und dann wäre es aus gewesen. Aber wäre mir auch interessant gewesen, wo ich denn da gespawnt wäre, ja? Weil im Safehouse, das wäre echt scheiße, wenn man da denn wieder wäre, ne? Naja. Noch eine Sache, die mich ein bisschen verwirrt hat. Dem Spiel liegt ja eine Karte bei. Da sind zwar so gut wie alle Bereiche drauf, aber die Verbindungen stimmen einfach nicht. Es wurde zum Beispiel nie eine Verbindung von Bacon Fields, also dem Kindergarten, zurück zum Safehouse gemacht. Kann jetzt natürlich auch sein, dass es halt etwas war, was die erst später dann eingefügt haben. Vielleicht war ja das Bacon Field, war ja vielleicht vorher das letzte Kapitel im Spiel. Kann ja durchaus sein, ne? Obwohl, hier geht's auch noch zur St. George's Church, sehe ich hier gerade. Ja, manche Sachen sind hier auch nicht drauf auf der Karte. Also hier ist halt der Tower of London, Victoria Memorial, Palace Underground, Buckingham Palace, Brick Lane Flats, die Brick Lane, der Brick Lane Market, Spital Fields Green und das Bacon Fields. Ja. Mehr ist hier jetzt nicht drauf. Das, was jetzt da so ganz aktuell irgendwie im Buckingham Palace unten noch so war, ist hier jetzt gar nicht so erwähnt, wie ich finde. Ja, und wie gesagt, halt einfach nur vom Safehouse zu den Brick Lanes, zu den Spital Fields, zu den Bacon Fields. Obwohl, waren das jetzt die direkten Wege? Ja, okay, gut, ich glaube gerade, das sind einfach nur die direkten Wege. Okay, gut, na dann bin ich mit der Karte doch vollkommen zufrieden. Ist auch ganz nett, eigentlich sowas dabei zu haben, ja, auch wenn es einem überhaupt nichts bringt. Also doch, man sieht vorher schon, wo man so überall hinkommt. Tower of London und so, und Buckingham Palace und die Tower... Achso, ja, ist ja Tower of London. Kennt man ja. Ich meine, die St. George's Church hat mir jetzt vorher nichts gesagt, und ich weiß nicht, ob es die Brick Lane-Geschichten auch gibt. Nehme ich aber mal an. Also die Entwickler waren ja auch immerhin ein paar Wochen oder so unterwegs in London und haben sich dann da ein Bild von gemacht. Ja, und ich denke, das ist jetzt genug mit Credits hier. Ich überspringe den Mist jetzt hier. Part ist wirklich lang genug, ich weiß nicht. Ich bin jetzt hier bei 40 Minuten, ob das mein Computer so mitmacht. Falls ich das in zwei Parts teile, dann tut's mir leid, Leute. Wenn es aber, obwohl, dann ist ein Part irgendwie 10 Minuten Credits, nee, das kann ich nicht machen. Ja, dann ist es einfach hier der krasseste Part, den ich hier hochgeladen habe. Werde ich viel Spaß beim Schneiden, Rendern, was weiß ich, so hochladen, alles haben. Und ja, mal gucken, kriegen wir noch irgendeine Auszeichnung? No, okay. Oh nee. Ha. Komm schon, schnell! Wir müssen raus aus London! Ich habe einem Überlebenden versprochen, zurückzukommen. Keine Ahnung, ob du das bist, aber du bist auf der Frequenz. Also lauf zum Tower! Wir warten so lange wir können. Los, lauf! Ich fühle mich verarscht. Jetzt habe ich hier schon alles Mögliche über das Spiel erzählt und ja. Ist doch erstmal nicht so weit, ja. Okay, wie mache ich denn das jetzt? War das jetzt nur erstmal. Credits für den Prepper, warum hat man... Na, egal. Ich muss mal gucken, wie ich das hier schneide, ob ich jetzt einfach die Credits an... Nein. Ja, ist egal. Im nächsten Part werden wir dann... Sehe ich meine erwünschte Evakuierung dann doch noch? Hoffentlich dauert das nicht mehr so lange. Ich habe keinen Bock mehr zu sterben. Wenn wir jetzt sterben, wie sollen wir denn wiederbelebt werden? Naja, Fragen über Fragen, ne?
Ich finde es ein bisschen witzig und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part und das wird dann wohl endgültig der letzte Part sein. Also, ne? Viel Spaß noch weiterhin. Ciao.